Topfgucker TV empfiehlt. So, hier steht's. Kastenmeiers, die fünfte Wein- und Küchenparty im Kurländer Palais. Gerd Kastenmeier hat geladen, renommierte Gastronomen, Winzer, Hersteller, Künstler, unter dem Motto, wenn helfen zum Genuss wird. Jetzt haben wir halt 20 Winzer oder über 20 Winzer sogar, 21 und 15 Gastronomen und genießen, schlemmen, es gibt von Thunfisch bis der Miri hinten macht Nudeln hier, der Ralf Sucher macht der Käse, den besten Käse, den man in Dresden kaufen kann. Hier. Wir werden etwas aus der Normandie anbieten, aus dem Savoyer Alpengebiet, aus dem Burgund natürlich und aus dem Bereich um die Auvergne, also wirklich eine schöne Mixtur für jeden Gast. Wir werden definitiv den passenden Käse zum passenden Wein finden heute Abend und natürlich auch das Brot ist ganz wichtig in der Kombination bei uns gleich nebenan. Und das ist also wichtig, diese Brot-, Käse- und Weinkombination. Und da ist ein bisschen Spiel heute Abend vorgesehen. Bodega Madrid macht einen wahnsinnigen Schinken. Und also alles durch die Bank durch. Einfach genießen. Tolle Weine von Deutschland bis Österreich, bis Spanien, bis überall hin. Alles, was gut ist und alles, was besonders ist. Der Miri ist hier vertreten zur Küchenparty, zur fünften Küchenparty im Kurländer Palais. Was gibt es denn heute von euch? Also wir sind froh darüber zu sein, dass wir erstmal hier sein dürfen. Vielen Dank an Herrn Kastenmeier nochmal. Wir haben heute eine Pasta alla Guitarra. Die wird in eine Trüffelbutter geschwenkt. Dann kommt die so heiß in den Parmesanleib. Ja, und dann wahlweise mit Serrano-Schinken oder einen Trüffel, einen Bianchetto. Die Pasta wird da drinnen geschwenkt, die wird so sämig, cremig und sehr geschmackvoll. Der Miri gibt es zweimal in Dresden. Wo findet man euch? Einmal hinterm Kempinski auf der kleinen Brüdergasse, am Ende der Straße auf der rechten Seite und einmal im Lugnerpark Altfranken. Da sind wir jetzt seit knapp einem Jahr. Ist gut angelaufen, sind sehr zufrieden und wir freuen uns über unsere Gäste. Das ist das Gruppenfoto hier im Kurländer Palais. Und jetzt können Sie mal sehen, wer hier alles mitmacht und wer hier alles mit dabei ist. So, jeder, der die Linse sieht, ist auch drauf. Restaurant Oberschenke, Radebeul, Kötschenbroda. Die Oberschenke ist bekannt für wirklich gute Küche. Was gibt es heute? Sehr gute Küche. Wir machen heute einen leicht geschmolzenen Harzer auf Knoblauchschnittchen. Das ist ein Oberschenken-Klassiker, den gibt es seit dem ersten Tag. Hat über die vielen Jahre überlebt, nun fast über 25 Jahre schon. Steht auf jener Karte. Und dann machen wir einen Kalbstartar mit Thai-Spargel. Kabanbeere und halt noch so ein bisschen abgewürzt. So, wer das mag, das rohe Fleisch. Das heißt also, wenn ich mal in Radebeul bin, in Kötschenbroda und ich gehe mal in die Oberschenke, kann ich diesen Harzer auch wirklich bestellen? Eine ganz moderne, wunderbar regionale Küche, aber den Harzer gibt es immer. Den gibt es immer. Dann für alle, die heute nicht hier sein können, besucht mal die Oberschenke in Radebeul. Der Chef ist leider halt nicht mit, der steht in der Oberschenke, denn die ist knackevoll heute. Einer muss ja auch arbeiten, ne? Die anderen haben es ja hier gut. So, hier liegt er, der Thunfisch. Und das ist der Küchenchef vom Kastenmeiers. Ist das richtig? Ja, ist richtig. So, jetzt unsere Frage. Was für ein Thunfisch ist das und für wie viele Leute reicht der? Das ist ein Gelbflossen-Thunfisch. Das ist eine sehr gute Qualitätsstufe. Wird auch viel genommen für Sushi und Sashimi. Reichen tut überhaupt nicht für alle. Also das wird auch reichen für alle und denke mal, das sind unsere 260 Mann heute Abend. Gut was dran zu knabbern haben. Der Thunfisch wird also roh gegessen? Der wird roh gegessen, ja. Wir haben jetzt ein bisschen Sojasauce, Wakame, Ingwer, Wasabi, die klassischen Sachen. Wird kurz mariniert und dann wirklich bloß zwei Scheiben, einmal anpieksen, rein in den Mund und dann weg. Aber super lecker, ich weiß das, ich liebe das. Aber na gut, ich krieg dann bestimmt ein kleines Stück. Eine Frage noch, wie viel wiegt der? Der hat seine 80 Kilo. Hof Lößnitz ist hier vertreten als regionales Weingut von Radebeul. Was zeichnet denn Hof Lößnitz aus? Die Hof Lößnitz ist das einzigste zertifiziert arbeitende biologische Weingut in Sachsen und ist gekennzeichnet von innovativen Rebsorten wie unseren Traminer, wie unseren Schieler. Und wir freuen uns dieses Jahr das erste Mal bei Herrn Kastenmeier seiner Küchen- und Weinparty sein zu dürfen.
Das ist der diesjährige Hoheitenschieler, das heißt der Wein der sächsischen Weinhoheiten. Und die Prinzessin, ehemalige Prinzessin Anna Bräunin, präsentiert ihn gerade. Es heißt ja, wenn helfen zum Genuss wird, das heißt, das Ganze hat ja auch noch einen ganz guten Sinn. Wo gehen die Einnahmen hin? Genau, wir haben also zwei Charity-Projekte. Das eine ist das Albert Schweitzer Kinderdorf. Da kenne ich auch einen, so einen Kindsvater, der sechs Kinder noch mit dabei hat zum Pflegekinder. Und die wachsen halt in einer normalen Familie auf. Und wenn man sich das mal anschaut, das ist schon wirklich wichtig, dass man sowas auch unterstützt. Und das zweite natürlich unsere Aufwind-Geschichte. Aufwind Dresden, da unterstützen wir sozial benachteiligte Kinder. Heißt, wir haben letztes Jahr mal 450 Schulranzen gekauft und haben das an Kinder ausgegeben, Familien, die sich sowas nicht leisten können, dass ihm das Kind, wenn es in die Schule kommt, nicht gleich abgestempelt wird und sagt, hier, du kommst mit der Plastiktüte oder mit einem 20 Jahre alten Schulranzen, sondern dass es gleich von vornherein gut funktioniert. Wie sind Sie hier zu der Küchenparty gekommen und was halten Sie von der Veranstaltung? Die Küchenparty ist für uns eine ganz wichtige Veranstaltung, weil wir damit unser Schulranzenprojekt sozusagen finanzieren. Angesprochen hat uns Herr Kastenmeier, ob wir sozusagen Pate von der Küchenparty werden wollen, und das haben wir dann natürlich sehr gerne gemacht, und diese Idee mit dem Schulranzen haben wir von einem anderen Verein in Deutschland, die das auch gemacht haben, und da haben wir gleich gesagt, das ist eigentlich das richtige Projekt für Dresden und auch für die Küchenparty. Albert Schweitzer Kinderdorf, ein Verein hier in Dresden. Was hat Sie bewegt, hier bei der Küchenparty mit dabei zu sein? Ja, ich bin sehr, sehr glücklich, heute Abend hier dabei zu sein, weil wir sind einer der beiden Vereine, der hier von den Spenden profitieren soll. Wir sind das zweite Jahr dabei und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich heute Abend wieder hier stehen kann, und bin auch dankbar für all die, die sich hieran beteiligen und das erst möglich machen. Uns interessiert natürlich, wohin kommen die Gelder? Ja, wir haben 7 Kinderdorfhäuser, in denen wir Kinder betreuen, die leider nicht mehr in ihren Herkunftsfamilien verbleiben können. Für eine der Familien brauchen wir dringend ein neues Fahrzeug, damit auch mal in Urlaub gefahren werden kann, damit am Wochenende mal Ausflüge gemacht werden können, aber auch für ganz einfache Dinge wie den wöchentlichen Einkauf, der natürlich bei 9 Personen nicht ganz so klein ausfällt. Herr Escher, Sie sind vielen bekannt, ein Gesicht des MDRs, Sie sind Fernseh- und Rundfunkmoderator. Ich habe eigentlich weniger mit in Töpfe gucken zu tun als in Särge gucken. Spur der Täter ist nicht so was Anheimelndes wie Kochshow. Da geht es um Mord und Totschlag, um Schwerverbrechen. Aber schön, dass ich heute auch mal was Angenehmes erleben darf. Wie sind Sie dazu gekommen? Na, fragen wir doch mal so, wie ist Gerd dazu gekommen? Ich mache das schon seit 15 Jahren, wir haben in Leipzig angefangen. Und irgendwann hieß es dann, wir würden das gerne in Dresden machen. Und Gerd hat sich sofort bereit erklärt, macht das seit 10 Jahren. Erst haben wir gekocht, 5 Jahre lang. Und mit Schürze, und jeder hatte seinen Ton, vom Ministerpräsidenten bis zum ganz normalen Gast. Und dann hat er gesagt, du, jetzt haben wir genug gekocht, jetzt lass uns einfach mal die Leute kommen. Essen, Trinken ist vorbereitet, wir machen eine Party. Und ich bin so happy, dass das hier seit Jahren läuft. Und wir leben natürlich, die Veranstaltung, ich sage das einfach mal so, lebt natürlich davon, dass Gerd Kastenmeier ein 1A-Gastronom ist, der Kontakte in halb Europa hat. Und er sagt seinen Lieferanten natürlich, Freunde, es geht um eine gute Sache, kommt ran, helft, unterstützt, nehmt nichts dafür. Und die machen das. Und das seit so vielen Jahren schon. Großes Kino. Herr Escher, wenn wir bei Ihnen in die Töpfe gucken würden, ganz zu Hause, was findet man da? Also ich habe mich gerade gestern gelobt. Meine Frau arbeitet, ich habe im Moment ein paar Tage frei. Vorgestern gab es Erbsensuppe, selbst gekocht. Gestern Abend gab es andere Sachen als hier, nämlich Pellkartoffeln mit mariniertem Hering, aber nicht aus der fertigen Schale, neuen Discounter, sondern selber Matjes Hering geholt, Gurken dazu, Zwiebeln dazu, Äpfel dazu, saure Sahne dazu, angerührt. Meine Frau fand es gut. Ich koche gerne. Und früh immer Smoothie, grünen Smoothie, ganz gesund. Also ich habe im Leben vielleicht manchmal linke Hände, aber am Kochtopf klappt es ganz gut. So, was hat er jetzt damit bewirkt, der Herr Escher? Herr Escher, wir kommen mal zu Ihnen. Topfgucker TV, muss ich mal in die Töpfe gucken. Jetzt wünschen wir erstmal allen eine ganz gelungene Veranstaltung und ganz viel Freude. Wir haben hier schon Stau verursacht. Die Gäste wollen rein, haben Hunger, haben Durst. Gebt die Bahn frei, Freunde. So, neben mir Dirk Andersch. Er betreibt das Portal Lust auf Dresden. Dirk, was beinhaltet das? Was können die Dresdner erwarten oder auch Leute, die gerne über Dresden etwas wissen wollen? Ja, unser Fokus liegt auf dem Kulinarischen. Das heißt also, wir wollen mit all den Informationen über Dresden und das Umland
kulinarisch Appetit machen auf die Region. Also spezielle Angebote, Produkte, Dinge, wo es um Nachhaltigkeit geht. Das wollen wir in den Mittelpunkt stellen und das wollen wir natürlich auch fördern. Dazu gehört natürlich auch die Gastronomie, dazu gehören solche Beiträge und Veranstaltungen wie heute hier, die Küchenparty. Wenn man jetzt Lust auf Dresden bekommt und mehr von Dresden wissen will, was muss ich denn tun, damit ich was erfahre? Naja, das Einfachste ist, sich die App herunterzuladen. Die steht kostenfrei in den Stores zur Verfügung. Da bekommt man alle Informationen in Echtzeit. Oder man geht auf den Blog Lust auf Dresden. Den kann man natürlich genauso sehen und bekommt halt alle Informationen. Ganz einfach. Alle sind da, weil sie da sind, nicht weil sie dafür Geld kriegen. Und das ist das Schöne. So, wenn man so ein bisschen rumfragt in seinem Bekanntenkreis und fragt, kann jemand helfen, möchte jemand helfen und alle sagen sofort, ich bin dabei. Tolle Geschichte. Wie lange wirst du heute durchhalten? Also bis mindestens um zwei, weil das macht man normalerweise, macht man da immer einen Hahn zu, weil sowieso alles leer ist, alles weg ist und eh keiner mehr was trinken kann. Also von daher normalerweise zwei. So lange werden wir nicht da bleiben, aber wir schauen mal, wir bleiben ein Stück da. Ganz vielen Dank, Gerd.